Genau. So. Achso, wir wollten mal gucken. Wir haben noch mittlerweile so ein paar Leute mehr gefunden, die da oben Party machen jetzt. Ja, DJ und Aquarium, Saubermacher, also dieser Fischer. Hey Kerl, schön dich zu sehen. Und mit ihm müssen wir quatschen. Weiß, was du bist. Der gibt uns eine Mission. Ach was. Irgendwann. Natürlich. Dein Verhalten, das Schwert an deinem Gürtel. Ich werde natürlich nicht sorgen. Warum nicht? Mit dem Kopfgeld kämst du von hier weg. Und ich hab dir schon genug erzählt, dass mir ein Platz in einem imperialen Gefängnis ist so schwül, ne? Es ist alles dann muss ich wohl auf Ehre klamm, unter Gesetzlosen setzen. Alles feucht, weißt du? Ich weiß, wie es ist, wenn dir eine Pechsträhne die Kehle zuschnürt. Und ich respektiere jeden, der weiterkämpft, wenn die Chancen schlecht stehen. Du bist schwer zu durchschauen, Moran. Dann hab ich es noch in mir, wie man so schön sagt. Da gehen wir uns erstmal das Aquarium angucken. Jetzt, wo es endlich sauber sein sollte. Ui. Schick. Wer bist du? Ist das wahr? Du hast den Raiders, den Droiden, wieder abgejagt? Ich glaube, wir sind einander noch nicht begegnet. Oh, Mist, tut mir leid. Hab dich überfallen wie ein Rocker. Ich heiße Har. Bin schon länger hier als alle diese Grünschnäbel. Außer Doma und Gulu. Und Guido und die alte Tall, natürlich. Aber die ist... Mist, jetzt fange ich schon wieder an. Kerl, richtig? Genau. Das ist BD. Verdammt schön, euch beide kennenzulernen. Verdammt schön. Okay. Das ist unser Fischer. Ah, Junge. Wirf deinen Blick auf diesen wunderschönen Tank. Freut mich, dass du es geschafft hast. Ja. Am Anfang hat er keinen guten Eindruck gemacht. Es war klug von mir, ihn dreimal zu schrubben. Dann der Filterwechsel. Das sah ja aus, als wollte jemand ein Weichtier durch ein Sieb pressen. Das wollte ich nicht hören. Kerl, wie schön, sie zu sehen. Sie ist jetzt hier. Ich freue mich auf sie. Sollten Sie irgendwelche Datendisks aus meiner Zeit finden, würde ich sie gerne für Sie entschlüsseln. Ich ja, denke, haben wir dass bestimmt. Noch viele auf Kobo verschollen sind. Wir geben dir Bescheid. Kann es sein, dass der Chat nicht funktioniert? Nicht mal vom Bot eine Nachricht. Das sieht interessant aus. So, 6 Stück haben wir. Bonus-Slot. Das ist doch gut. Den haben wir auch schon. Gleichgewicht. Der Einsatz einer Machtfähigkeit erhöht den Schaden des nächsten Lichtschwertangriffs. Ja. Verursacht vorübergehend zusätzlichen Schaden, nachdem der Lichtschwertkampfstil gewechselt wurde. Regeneriert eine geringe Menge der Machtanzeige über Zeit. Aber das Maximum der Machtanzeige ist reduziert. Okay. Heilungsdims füllen auch eine geringe Menge der Superanzeige auf. Erhalte mehr Erfahrung durch das Besiegen von Gegnern. Oh. Was ist denn hier los? Toffelino, einen wunderschönen guten Abend. Na, alles gut bei dich? Ich habe das Gefühl, dass der Chat nicht funktioniert. Kein Bot, nichts. Gar nichts. Vielleicht sind solche Entscheidungen für organische schwieriger. Was haben wir sonst noch? Absorbiere beim Sprinten einen Treffer, ohne unterbrochen zu werden. Ah ja, Chat geht. Ja, bei mir auch soweit. Bei mir auch soweit, danke. Ich wäre fast gestern und vorgestern online gekommen. Weil Dienstag ist die Therapie ausgefallen. Aber es war so warm und schwül. 35 Grad und ultra Luftfeuchtigkeit. Ich habe das hier oben nicht ausgehalten. Ich bin hochgegangen tatsächlich, habe den PC eingeschaltet,
bin dann nochmal, hab die Fenster aufgerissen, ne? Bin dann nochmal runter, wo es einigermaßen kühl war. Komm wieder hoch und hab fast einen Herzinfarkt gekriegt. Also mir ist ganz schwindelig geworden, so kreislaufmäßig, weißt du? Dann habe ich wieder ausgemacht und bin auf die Couch unter den Deckenventilator. Das funktioniert einfach nicht. Das ist nicht möglich. Sehen Sie sich das an? So, da braucht drei Stück aber, ne? Ich brauche das nicht. Das ist unnötig. So, sie ist es auch hier, die Marin. Wie gefällt dir das Pylons? Es ist wie eine Oase. Eine dreckige Oase. Aber wenn eine Oase. Wenn du das Grease erzählst, wirst du es bereuen, Droide. So. Dann können wir uns jetzt endlich mal das saubere Aquarium angucken. Weiter. Wie sich das Sound verändert. Ja, da haben wir noch ein paar Fischis. Ein paar. Okay. So, wir hatten schon das Vergnügen. Da kann man zocken. Oh. Eine Mücke. Ah, auf dem Dach haben wir doch die neue Gärtnerin, ne? Machen wir auch mal ein bilaterales Gespräch. Ich habe schon hässlichere Dachgärten gesehen. Dank deiner Kultivierung konnte ich unseren Garten vergrößern. Ich wollte es gerade sagen, jetzt haben wir hier noch mehr Platz. Ja, der Garten hat sicher Platz für einige der neuen Samen, die ich gefunden habe. Du wirst diesen Garten wirklich schön machen. Okay, warte mal, hier haben wir schon blau und rot. Dann können wir da mal hier mal grün pflanzen. Boah, ich das hasse. Also so eine Fruchtfliege fliegt hier gerade rum. Sowas habe ich ja eigentlich nie. Die habe ich noch nie gesehen. Ich sollte Pili davon erzählen. So. Oh. Eingehende Werbeunterbrechung. Neues Design im Chat. Okay. Ach. Ah, ich wollte noch was hinzufügen. Verdammt. Ab heute bis, ich glaube, 19.08. Wer ein Abo da lässt, bekommt 3 Monate... Apple, wie heißt das? Ach, ich habe mein Handy nicht hier. Apple TV geschenkt. Das ist doch nett. Ach, guck mal, mehr habe ich nicht. Hoppala. Dann können wir. Hallo? Achso, ich habe keinen mehr. Okay. Brauchen wir auch nicht voll machen jetzt. Kurzes Gespräch mit. Bis jetzt war Kobo sehr freundlich zu mir. Und die Energie dieses Dachs hat mich förmlich angezogen. Du spürst eine Verbindung zu diesem Garten. Ja, wir werden einander beim Wachsen helfen. Sieht aus, als hättest du bereits begonnen. Die Ranken? Ja, sie sind über Nacht gewachsen. Aber es gibt noch so viel mehr zu entdecken. Wenn du neue Samen pflanzt, werde ich dir alles darüber erzählen. Aber wie gesunde Wurzeln, solltest du darauf achten, dass es genug Platz gibt. Zieh die Pflanzen groß, die wir haben. Und ich sorge rechtzeitig für mehr Platz. Das ist nett. Ja, was? Ich habe neue Samen zum Einpflanzen. Wozu? Frage ich mich. Na komm. Latte. So, wir müssen doch eh weg, ne? Wir müssen doch nach Jeddah fliegen. Okay. Hey ho, let's go. Wie der Ramon sagt. Alles klar. Ach da. Gerade überlegt, wo war denn hier noch? Who the hell are you? Hey. Hast du den Aufzug in der Schlucht schon gesehen? Nicht, dass ich wüsste. Was ist mir entgangen?
Erstklassige ein neues Gerücht. Sanfte Fahrten, extrem stabil. Und da gibt es was zu holen. Lohnt sich garantiert. Ich werde mir das anschauen. Danke für den Tipp. Wenn es was zu holen gibt, bin ich natürlich dabei. Aber nicht jetzt. Erstmal gucken, dass wir die Story fertig kriegen, ne? Das war... Hoppala. Das war notfalls, wenn Star Wars Outlaws rauskommt, direkt switchen können. Ja, komm. Wohin? Na, dahin. Und dann vielleicht im Nachgang hier einen zweiten Durchlauf machen, um alles denkst du, Cordova kann den Kompass reparieren? Oh, ich würde Kredits darauf setzen. Wenn wir das wollen, mal gucken. Hast du Kredits für eine Wette? Was soll das denn heißen? Tenalor, wir sind so dicht dran. Ich freue mich auf Tenalor. Ja, ich auch. Aber eröffne bloß nicht gleich eine Hexenschule oder sowas. Und auf keinen Fall lädst du deine gruseligen Schwestern ein. Aber sie sind jetzt hier, Grease. Überall um dich herum. Ich habe gerade etwas gespürt, Grease. Grease Pudding. Soll das ein Witz sein? Grease Bry. Okay, wir sind da. Setz dich auf deinen Platz. Okay. Ach, hier sind wir. Okay. So, was Kommst willst du denn? Später, ich muss noch eine Diagnose auf der Mantis laufen lassen. Es wäre eine Schande, wenn wir noch einen Gyro schrotten und im Abyss stecken bleiben. Warum bloß sagst du sowas? Jetzt forderst du auch noch das Schicksal heraus. Ganz toll, wirklich. Weißt du, ob Marin ein paar Zaubertricks kennt, die uns vor Unglück schützen können? Bestimmt. So, da. Da müssen wir hin. Müssen wieder runter in die Zentrale. Gibt's eigentlich eine Abkürzung oder muss ich jedes Mal hier die Kugel anfeuern? Da sind wir. Ich glaube, kürzer geht's nicht. So. Meister Cordova. Dagon Gera hatte den letzten Kompass dabei. Ist beschädigt. Er hat ihn nicht freiwillig übergeben. Das lässt sich reparieren. Ich werde sofort anfangen. BD? Lassen wir Meister Cordova in Ruhe arbeiten. Ich weiß, wo wir hin können. Gut. Ja. Ich mach gleich mal eben kurz was. Intergalaktischer Reggae. Hier kommt mehr Tee. Der ist allerdings ein bisschen schwer, wenn mir einer helfen will. Natürlich, Grease. Dankeschön. Haha, sehr witzig. So, hier kommt die zweite Runde. Hat er vier Arme? Er ist würzig. Er ist sehr süß. Du gewöhnst dich daran. Hey, Sia. Wieso kommt er nicht mit nach Tenalor? Es gibt kein besseres Versteck für das Archiv des Pfads, was die Zukunft auch bereithält. Wir können ihr gemeinsam begegnen. Ja. Ein neuer Pfad für uns alle. Kerl. Meister T'Pol wäre stolz darauf, was für ein Jedi aus dir geworden ist. Ich hatte eine gute Lehrerin. Hört her. Der versteckte Pfad hat ein neues Zuhause.
Auf Tannelor. Auf Tannelor. Auf Tannelor. Hey, Moment mal, Seer. Heißt das, Sie kommen mit uns? Ja, Grease. Und jetzt werde ich gehen, um das Archiv für den Transport vorzubereiten. So spät? Dann werde ich Sie lieber begleiten. Und wo da drin steht die Mantis eigentlich genau? Bei Nacht ist es da ziemlich gruselig. Ich begleite dich. Na toll. Aber hey, alle hauen ab. Mach nichts Unheimliches, ja? Sir, werden uns die Anachoreten wirklich begleiten? Aber natürlich. Wow, die Familie vergrößert sich um eine Schiffsladung unheimlicher Tanten und Onkel. Und was habt ihr zwei vor? Gott. Ja. Der Kompass wird so gut wie neu sein. Etwas beschäftigt dich. Ja, du kennst mich zu gut, Schrottsammler. Ich denke an Cutter. Man kümmert sich ja um sie, aber... Katamaran? Ist nie leicht, wenn ich zurückkehre. Wenn sie erkennt, was du für sie getan hast, wird sie verstehen. Das hoffe ich. Ja, komm. Ich dachte, vielleicht sollten wir zuerst nach Tannelor gehen, um zu schauen, dass es dort sicher ist. Je früher der versteckte Pfad dort Fuß fasst, desto besser. Wir müssen dem Imperium immer einen Schritt voraus sein. Ja. Hey. Morgen haben wir ein neues Zuhause. Ohne dich hätte ich das nicht geschafft. Wir können uns auch mal wieder rasieren, ne? Der wächst ganz schön, danke, der Bart. Bruder. Klar. Ich weiß gar nicht, haben wir einen Goatee eingesammelt? Nee, ne? Werde Cutter eine gute Nachtgeschichte aufnehmen. Und jetzt schlaf gut. Hast du verdient. Oh, Romantik, Romantik. Vor zwei Level oder vor zwei Missionen haben die sich geküsst. Da geht was. Toller Anblick, was? Bei Nacht scheint die Wüste unendlich zu sein. In dieser Leere liegt Schönheit. Jetzt klingst du wie ein Jedi. Mit einigem haben sie recht. Nicht mit allem. Hör mal. Der Orden ist vernichtet. Ich hab schon langes Gelaber. Es ist Zeit, ihn loszulassen. Und ich weiß jetzt, was ich will. Ma-o-am. Hast dir auch Zeit gelassen. Habe ich es nicht gesagt? Romantik. Ramondisch. So, jetzt will ich gerade mal kurz was machen. Ich hoffe, ihr stürzt jetzt nichts ab.